Willkommen zurück zu Ich bewerte alle 1011 Pokémon, heute Generation 4. Und das ist tatsächlich die Generation, die mir Pokémon nahegebracht hat. Da habe ich gesagt, wann kam es raus? 2007? Da habe ich gesagt, Mama, ich will die Pokémänner in meinem Leben haben. Ich will sie. Ich hatte eine komische Raucherstimme als Kind anscheinend. Und ich würde sagen, wir fangen an. Übrigens, es gibt noch andere Teile, wo ich 1, 2 und 3 mache als Generation. So, die Sache ist, Chillast war halt mein allererstes Pokémon überhaupt und ich liebe das Design und ich liebe generell Pokémon, die aussehen wie Schildkröten. Und das ist auf jeden Fall mein Favorite. Dagegen kann ich einfach nichts sagen. Ich weiß, da wird es Leute geben, die haben andere Meinungen. Aber ihr liegt einfach, ihr liegt einfach falsch. So, dementsprechend kommst du da rein und Shellterra wiederum. Ich bin, wie gesagt, kein Fan von Zweitentwicklung aus irgendeinem Grund. Shellterra kommt wieder ganz oben hin. Ah, Shellterra. So ein cooles Pokémon. Okay, machen wir weiter. Panflam. Kriegt nicht mal ein Love von mir. Ich weiß, also das fühlt sich wieder irgendwie ein bisschen disrespectful an, auf jeden Fall. Aber bin ich gar nicht so ein großer Fan, ehrlich gesagt. Panpyro genauso. Ist ein Like, definitiv. Gutes Like sogar, ein gutes Like. War Love? Nö. Währenddessen Panferno. Dem kann ich durchaus das Love geben. Panferno ist schon sehr cool irgendwie. Ich weiß auch nicht, dieses ganze... Ich weiß gar nicht, was sein Theme ist, ehrlich gesagt. So Affen-Krieger-mäßiges Ding. Ich denke, das ist ganz nett. Plinfa... Kriegst ein Like. Pliprin... Kriegst ein Like. Und Empoleon... Es ist schon ganz cool, aber die Sache ist... Bei Love... Empoleon ist cool. Aber ist es so cool? Ist es so cool wie in Wallreise? Ja, wahrscheinlich schon. Gönn ich dir das Love? Ja. Ja, lässt sich. Ich glaube, das hätte man ziemlich mittig platzieren können zwischen Love und Like. Aber ich gebe ihm mal das Love, weil ich mich ansonsten irgendwie schlecht fühle. Ich weiß auch nicht ganz warum. Staralili, das erste kommt weg. Das zweite bewerten wir. Warum auch immer jetzt wir das weibliche bewerten. Ich habe keine Ahnung. Ja, nee. Staralili ist eigentlich ein neutrales Ding. Habe ich keine starken Emotionen zu. Staravia, ist das richtig? Das mag ich eigentlich schon, muss ich sagen, das mag ich nicht. Das sieht irgendwie dumm aus. Ich weiß auch nicht, warum. Habe ich an sich auch einen krassen emotionalen Wert drauf, weil, ne, ich kann es tausendmal sagen. Aber selbst dadurch und generell auch Staraptor, das stört mich irgendwas. Dieser fucking, ich verstehe das Konzept irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Soll das so ein Mimikry-mäßig sein, dass das das Auge ist und dann ist aber eigentlich hier der Kopf und da ist ein riesiger Schnabel oder ist es nur so eine Klaue? Aber irgendwie mag ich es auch und ich denke, das cancelt sich aus und landet dann bei neutral. Was theoretisch das Ding zwischen Like und Dislike ist. Ja. Pizza. Ich bin irgendwie zu Like hochgescrollt. An sich mag ich Pizza auch, aber ich glaube so sehr dann nun doch nicht. Doch, das ist relativ neutral. Pidifas, das erste Pokémon, von dem ich mir bewusst den Namen gemerkt habe jemals. Auch neutral, ich weiß nicht. Zerpeise. Nee, zuerst kommt Zerpurz. Zerpurzel? Zerpurze? Ich bin mir nicht sicher. Cooles Design. Und ich glaube, ich tue dich in Like rein. Doch, ich denke, da tust du dich ganz rein. Jetzt geht's Zerpeise. Ich hätte gerne das mit dem langen Bart. Und ich glaube, es ist. An sich finde ich es ein cooles Pokémon. Habe ich es jemals benutzt? So wirklich? Nee, ist es nützlich? Ich glaube auch nicht. Aber irgendwie ist es cool, ich weiß nicht. Es ist sehr forgettable, aber schon sehr cool. Gerade wenn man sich's länger anschaut, dann wird es immer faszinierender. Faszinierender. Und es hat den coolsten Ruf, einfach. Naja, ganz cool. Shinux. Generell. Also das. Ich glaube, für eine Generation finde ich es tatsächlich am schwierigsten zu bewerten, weil ich da einfach. Ich meine, Generation 3 habe ich auch unglaublichen emotionalen Wert dran. Erscheinungs an sich ist. Es ist neutral, ja, nee, ja. Ich bin heute irgendwie ein bisschen strenger, ich weiß auch nicht warum. Aber Like möchte ich ihm dann doch nicht geben, da habe ich nicht so eine starke Meinung zu. Luxio.
wird dann auch hier sich reindingsen und dann Luxtra ist schon ein Love? Ist Luxtra ein Love? Boah, entweder ein sehr, sehr gutes Like, sehr, 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 sehr gut oder ein schlechtes Love. Gib ihm Love, glaube ich. Ja. Ja, irgendwie schon. Knospi. Fucking Knospi ist, glaube ich, ziemlich neutral, ehrlich gesagt. Keine starke Meinung. Rosarade kriegt ein Like. Ja, das passt ziemlich gut beisammen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, warum fällt mir dein Name gerade nicht ein? Irgendwas mit K. Nicht Knackrack, das ist falsch. Knack, Knock. Cognodon, das ist es, yeah, Alter. Cognodon, ich liebe ja Dinosaurier und Dinosaurier-Pokémon dementsprechend auch. Cognodon ist noch kein Love, aber ein dickes, fettes Like. Also wirklich ein dickes, fettes Like. Und dann, aber Rameidon, bin ich schon fast? Ich finde Rameidon richtig geil, ne? Ich mag Rameidon richtig doll. Ist das schon ein Favorite? Das ist natürlich eine starke Aussage, aber ich glaube schon fast eigentlich, ehrlich gesagt. Ist irgendwie sehr faszinierend. Sehr faszinierendes Pokémon. Und ich lasse es einfach mal da, weil sich das gerade für mich richtig anfühlt. Da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Schilterus? Nein, neutral auf gar keinen Fall. Kriegt aber, glaubt, nur ein Like, weil es dann doch etwas sehr simpel ist. Und ich weiß deine Weiterentwicklung gerade nicht. Vielleicht warst du auch... Bolterus. Das ist richtig, oder? Kriegt das ein Love? Also habe ich... Finde ich auch super faszinierend als Pokémon irgendwie. Irgendwas... Ich mochte halt Rameidon immer deutlich, deutlich mehr. Habe ich mich immer... Da habe ich mehr trainiert. Ich glaube, das geht auch, glaube ich... Hat man in Perl Bolterus? War das so rum irgendwie? Naja. Aber schon irgendwie faszinierend. Sehr forgettable Pokémon. Aus irgendeinem Grund. Für mich zumindest. Aber ich finde es gerade super faszinierend. Ich weiß auch nicht warum. Aber eigentlich hat es das nicht verdient, das Love. Weil Like... Das ist wieder so ein Mittelding. Aber ich glaube, ich lasse es in Love. Aber das ist irgendwie voll übertrieben. Nee, das ist schon sehr übertrieben. Nee, schon sehr übertrieben. Kriegt auch ein Like. Sehr dickes Like, aber halt nur ein Like. Die ganzen Burmis. Ihr seid mir sehr egal. Kann ich irgendwie mehrere markieren, weil hier wird sich nichts dran ändern, auf keinen Fall. Auch unglaublich, Pokémon, was man einfach vergisst, dass es existiert, oder? Hat auch sonst nie wieder irgendwie Relevanz. Und ich weiß gerade nicht mal, ist das die Weiterentwicklung von denen? Kein Plan, komplett neutral. Das ist einfach aus meinem Gedächtnis raus. Ich kann mal gucken. Aha. Wir kommen durch die Viertelgeneration ganz schnell durch. Aber ich meine, es sind halt auch immer verschieden viele Pokémon eingedingst worden. So, das Vadribi mit dem roten Ding, das ist hässlich, das machen wir weg. Ansonsten ist Vadribi, denke ich, ziemlich neutral. Kleines Bienchen. Kleines Aber cooles Ding. Generell das ganze Konzept mit einem Baum mit Honig einschmieren und dann warten, bis da was kommt. Das ist sehr cool. Und Hornweisel. Jetzt kriegt man mindestens ein Like. Ja, Love wird es nicht sein, aber ein Like. Ja, das ist schon richtig so. Auch wenn es schon wirklich sehr, sehr cool ist. Schon sehr, 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 sehr cool. Pachirisu. Mag ich an sich sehr doll und ich frage mich wirklich, warum du keine Entwicklung bekommen hast. Ganz im Ernst, die hättest du sowas von verdient. Aber dadurch, dass du keine hast, bist auch du irgendwie ein bisschen schlechter. Deswegen packe ich dich in neutral rein. Weiß nicht. Barmelin, ich weiß nicht warum, aber es ist ein Pokémon, was mich sehr fasziniert. Ich weiß nicht warum. Es ist irgendwie... Ich weiß nicht, es hat ein sehr freundliches Design. Es ist... Design... Ja, bei Love kann ich es auf keinen Fall reinpacken, aber es ist super faszinierend irgendwie. Weiß auch nicht warum. So, ich wünsche nur irgendwie, sie hätten bei Bojelin dann irgendwas Spannenderes gemacht, als ihm, weiß nicht, dicker zu machen und ihm Wimpern zu gehen. Das sind keine. Sind's Wimpern? Ich meine, es ist ja an der Schnauze dran, irgendwie. Naja, keine Ahnung. Irgendwie bin ich von der Entwicklung enttäuscht, ein bisschen, muss ich mal sagen. Kigugi. Neutral. Heißt du Kigugi? Oder? Ist das richtig? Ich weiß nicht mehr euren Namen. Aber ich hab. Weißt du was, dich mag ich irgendwie sogar nicht so ganz. Ihr seid neutral, dich. Irgendwas stört mich an dir. Ich habe das Gefühl, du bist ein anstrengender Kollege. Ist einfach anstrengend. Chalilos kriegt, denke ich, ein Like. Das ist ganz cool. Auch das Blaue ist ganz cool. Wobei ich mittlerweile. Ich war früher immer enttäuscht, weil man das
pinke mehr gesehen hat, ich zumindest. Und das blaue war so selten und mysteriös, aber irgendwie mag ich das blaue dann doch mehr. Und ich glaube, Gastrodon und das andere Gastrodon können sich dann oben auch geselligen. Generell Pokémon, die Erdbeben können, Pokémon, die Erdbeben können, sind immer sehr faszinierend. Die sind schon sehr cool. Und ich glaube, was unter Like hat es auch einfach nicht verdient. Das sind coole Pokémon, doch. Ambidiffel. Weiß nicht warum, aber du kriegst ein Dislike. Du erinnerst mich, du hast irgendwie sehr, sehr weirden Vibe mit deinem Topfhaarschnitt und deiner Farbgebung. Irgendwas creep me the fuck out about you. Ich habe keinen Plan. Aber ganz im Ernst, weg, wirklich. Du bist, jetzt, von dem müsste eigentlich eine Creepypasta oder irgendwie so ein Scheiß geben. Das ist schon echt heftig. So, Driftlon kriegt auf jeden Fall keinen Love, aber auf jeden Fall ein dickes, fettes Like. Genau wie Driftzeppeli. Ja, doch. Doch. Wobei es ein Pokémon ist, was ich sehr gerne nutze, was ich auch sehr cool finde, was einen sehr coolen Sound hat, auch wie das. Ja, googelt's, genau so klingt das. Und dementsprechend bist du da, wo du bist. Genau wie Haspirohr, weil ich Haspirohr ganz cool finde. Im Schlappohr. Warum haben sie dich so sexy gemacht? Alter, guckt euch die Hüften an! Guckt sie euch nicht zu lange an, bitte. Oder lieber auf anderen Seiten. Ja. Kriegt ein Like, ist auf jeden Fall ein interessantes Pokémon, ey, what the fuck, ganz im Ernst. Und die Mega-Entwicklung ist sogar noch cooler. Also ich meine jetzt wirklich cool. Aber in Love kann ich es nur wirklich nicht. Nee, das ist mir zu simpig. Das will ich nicht machen. Du kriegst ein Like. Tut mir leid. Traun Fugil ist das, glaube ich. Pokémon, mit dem ich sehr wenig Berührungspunkte hatte, was ich aber auch immer sehr faszinierend fand. War das auch eins, was es nur in Pearl gab? Ich bin mir nicht sicher. In Perle. Ist ein Like. Großes Like. Aber irgendwie für die Love reicht es bei euch. Da sind halt wirklich echt Pokémon, die ich love. So, ne? Und das bist du halt einfach nicht. Du bist halt einfach ein sehr cooles Pokémon. Und du bist, ja, jetzt wo ich dich sehe, auch genau da richtig, wo du stehst. Genau wie Kramchef. Ich glaube, das werden einige von euch tatsächlich sehr doll mögen. Es ist auch ein sehr cooles Pokémon. Aber für Love reicht's für mich einfach nicht. Ich habe deinen Namen vergessen. Nee, komme ich nicht drauf. Irgendwas mit. Nee, fuck, mir liegt's auf der Zunge. Aber ehrlich gesagt, ziemlich neutral. Also. Ja, du sowieso neutral, wobei ich das Design mit dem langen Schwanz cool finde. Und. Schnurrgast und. Charmian oder so? Ja, richtig. Ja, weiß nicht. Ja, ihr seid so langweilig, ich möchte mich nicht mehr erklären. Klingelplim ist sogar ein Like. Du bist so viel cooler als Palimpalim. Ey, so viel cooler, ist der Wahnsinn. Habe ich das bei Dislike reingepackt? Ja, das ist auch richtig, ey. Fucking uncooles Ding. Skunkapu. Ja, ist noch neutral. Ist ein gutes Neutral, aber ist auf jeden Fall noch neutral. Irgendwie seid ihr cool. Skunk Tank. Hast du schon ins Like? Irgendwie schon. Ja. Ja, schaffts. Ja, das ist richtig. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie ein interessantes Pokémon. Und ich frag mich, wie es aussehen würde, wenn es einfach seinen Schwanz nicht auf seinem Kopf tragen würde. Gibt's davon Bilder? Alter, schickt mir mal einen Link in den Kommentaren, falls es sowas gibt. Das wäre ja super interessant. Bronzong! Irgendwie cool, aber noch nicht. Oder ist es schon Like cool? Nein, ist es nicht. Aber, was habe ich gesagt? Warte, nein, das ist. Bist du Bronzong? Nee, du bist Bronzong und du bist. Ich vergesse meinen Namen. Ich vergesse meine Pokémon-Namen. Kommst in Like rein. Ist schon sehr cool. Einfach eine fucking Wall als Pokémon, ey. Mobile. Finde ich, glaube sogar cooler als. Finde ich es cooler als. Mogelbaum? Ich glaube, ehrlich gesagt, ja. Reicht's für ein Like? Nee. Oder? Nee. Hätte 50-50 sein können, so oder so. Aber ja, Pantimimi. Alter, Pantimimi, du hast halt einfach fucking Pantimos gerettet. Du bist so cool, kleiner Mann. Ich meine, nicht love cool, aber schon sehr, sehr cute. Sehr, sehr cute, Pantimimi. Sehr ikonisches Pokémon in meinem Leben. Anders als. Was bist du? Ronera? Ist das richtig? Neutral. Hat die Welt dich gebraucht? Bin ich sicher. Ich meine, vierte Generation, es gab viele Baby-Pokémon.
Zumindest kommt es mir so vor. Und du bist schon, was die Baby-Pokémon angeht, relativ ikonisch. Aber halt einfach nur eins von denen, verstehst du? Plaudergei, neutral. Man könnte es, also an sich, so objektiv gesehen vom Design ist es cool. Das muss man sagen. Und was mich bei Diamant fasziniert hat, ist, dass man es irgendwie einsprechen konnte. Wisst ihr, was ich meine? Aber darüber hinaus, das sind coole Features, aber so an sich, ich gehe eigentlich vom Design und da bist du... Also ich gehe nach meinem Gefühl nach Design und da bist du halt einfach da, genau wie Krypok, schätze ich. Bin ich sicher. Krypok ist irgendwie cool, aber... Doch, kriegst ein Like. Kriegst ein Like, bist ein faszinierendes Ding. Und ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen Krypok besessen, außer vielleicht in der neuen Version. Übrigens, ich glaube, ich habe die ganze Zeit Galar gesagt zu der neuen Dings, wobei es eigentlich anders heißt. In den anderen Teilen, ich gib's einfach auf, ich sag dazu nichts mehr. Kaumalat kriegt einen Love. Ich finde es schon sehr cool. So, der zweite brauche ich nicht. Sehe ich hier direkt einen Unterschied. Hast einen Zacken im Ding, das finde ich cool, dann kommst du weiter. Knaxel ist schon so cool, das könnte eigentlich auch schon fast ein Favorite kriegen, ehrlich gesagt. Aber das möchte ich mir ehrlich gesagt für Knackrack aufsparen. Ich glaube, Knackrack ist kein Wild Guess. Ah, Knaxel ist auch so cool, das gehört da auch schon hin. Ich glaube, gibt es Leute, die Knackrack nicht mögen? Gibt's sowas? Ich bin mir gar nicht sicher. Ehrlich gesagt, kein Plan. Mega-Entwicklung mit den zwei Sicheln, Alter. Und diesem festen, krassen, breiten Kiefer. Ist einfach himmlisch. Einfach himmlisch. Oh mein Gott. Kann man so ein bisschen so ein Muster erkennen, ehrlich gesagt? Ist das der Fall? Das ist nicht so ein bestimmter Typ, ne? Das nun nicht. Wobei es an sich eher so ein bisschen komplexere Designs sind, auf jeden Fall. Aber so richtig krass. Ich mag anscheinend... Also, wir haben jetzt zwei Pokémon mit Sensen. Wir haben... Haie, wir haben... Nee, so ein richtiges Ding, weiß nicht, vielleicht fällt euch ein Muster ein. Das wäre auf jeden Fall richtig interessant. Ich kann das Muster erkennen, dass es halt alles Pokémon sind, die ich mag, auf jeden Fall. So wie fucking Mamfaxo. Mamfaxo kriegst du einen... Also, Love nun nicht, oder? Sehr cool, sehr cooles Pokémon. Ah, es könnte auch einen Love kriegen! Nee, da passt es nicht rein. Ist ein Like, ein dickes, fettes Like. Jetzt viele von, die schaffen es nicht ganz in Love rein. Halt ein Like. So, Riolu kriegst auch noch, glaub, den Like. Wobei, oh, das ganze Ei-Ding mit Pokémon Diamant fand ich so faszinierend. Oh mein Gott. Es gibt Riolu, guckt's euch an. Ich dachte früher auch, es wäre ein legendäres Pokémon, glaube ich, tatsächlich, ehrlich gesagt. Es hat's sehr besonders erscheinen lassen. Ja, aber in Love kommst du noch nicht rein. Ich bin auch schon bei Kaumalat, ehrlich gesagt, am Überlegen. Aber das passt schon. Das passt schon. Ich finde das Bild, glaube ich, ein bisschen weird, was die dafür ausgesucht haben. So, Lucario, du warst damals mein absolutes Lieblings-Pokémon. Ich finde dich immer noch cool. Und zwar, ich denke, so cool, dass du in die Favorites reinkommst. Ich glaube, das hast du dir verdient. Ein bisschen, ich habe dich in letzter Zeit viel gesehen. Bist in fucking allen Pokémon-Spielen mittlerweile sehr gut vertreten. Aber Favorite, ich kann einfach nicht anders. Es gehört da oben einfach hin. Das muss ich sagen. Und die Mega-Entwicklung ja sowieso von Alge. Boah, das mit dem Rot noch, das ist so gut! Oh, Mega-Entwicklung. Ich sag's jedes Mal. Und ich kann's nicht oft genug... Welches wollen wir bewerten? Das hier. Ich kann's nicht oft genug sagen. Ich will sie. Ich will sie zurückgeben in meine Mega-Entwicklung. Hippopotas? Ist das richtig? Ist das sein Name? Ist auf jeden Fall mal ein dickes Like. Schon fast ein Love. Bist ein sehr cooles Pokémon, aber dann doch nicht so cool. Und ich muss sagen, in Likes sind ja auch Pokémon drin, die ich sehr cool finde. Warum ist Ladybar hier drin? Das muss eine knappe Sache gewesen sein, ehrlich gesagt. Weil das hätte ich eigentlich schon fast eher in neutral eingepackt, heutzutage, wenn ich es heute bewerten müsste. Naja, die Würfel sind gefallen, so sagt man so schön. Ich war ein schlechtes Like, definitiv, oder? Was habe ich damals gesagt? Guckt euch die Folge an. So, die Weiterentwicklung. Hippopotas und Hippopotas. Ist ein Like. Und da habe ich mal das Weibliche tatsächlich bewertet, weil ich das auch ganz cool finde. Also da finde ich beide Varianten cool. So, kurz durchatmen. Wir nähern uns aber sehr, sehr langsam dem Ende. Wir haben noch einiges. Wir haben theoretisch noch jedes verfickte Arceus hier zu bewerten. Oder Arceus? Ich glaube, ich sage eher Arceus. Pion. Was bist du? Scorer oder Dragi? Ich bin mir nicht sicher. Kriegst ein Like.
kriegst ein Like, auch wenn ich dein Design mittlerweile frag. Du bist sehr ikonisch, das ist dein Pluspunkt. Ansonsten hättest du halt auch sehr schnell bei neutral landen können. Ich weiß nicht, irgendwie diese simplen Formen aneinander und dann, dass es keine Ich glaube, es wäre so viel besser, wenn es Scheren hätte und nicht diese kleinen Schnuppi-Duppi, Schwubbeli-Bubbels. Weiß nicht. Keine Ahnung. Aber irgendwie cool. Ich weiß auch. Like, ist einfach ein Like. Glibunkel. Ja, kriegt Glibunkel einen Love? Nein, kriegt's noch nicht. Aber Glibunkel, fucking geiles Pokémon. Forsch-Pokémon auch ganz groß oben bei mir, auf jeden Fall. Und Toxicroak ist halt einfach die Sache. Kommst du schon in die Favorites rein? Nein, das wäre übertrieben. Aber kriegst ein dickes, fettes Love. Toxicroak ist so ein cool. Mit diesem. Da und. Das ist ja. So cool, oh mein Gott, Alter. Kann man mal jemand ein Pokémon-Spiel machen, wo ich hier alle. So die hier so drin habe mit Like und alles? Das wäre fantastisch. Wobei ich schätze, es muss auch langweilige Pokémon geben in Pokémon-Spielen. Ja. Venofliebis. Selten gesehen, ey. Wenn du noch irgendwie eine Entwicklung oder Mega-Entwicklung oder. Nee, ich glaube, was dir gut tun würde, wäre eine regionale Form. Das wäre geil. Aber so bist du halt, wie du bist. Was nicht schlecht ist. So, Lumineon. Ist das richtig? Das ist richtig? Das ist falsch, glaube ich. Finion? Bin mir nicht sicher. Aber irgendwie diese Mischung aus Schmetterling und Fisch ist irgendwie cool. Aber da gebe ich deiner Weiterentwicklung erst das Like, weil das irgendwie erst so die Sache ins Rollen bringt. Keine Ahnung. Du bist mir noch ein bisschen zu simpel. Mantyrps. Du siehst sehr blau aus auf dem Bild. Ich weiß auch nicht warum. Und ich möchte dich irgendwie in Like reintun. Und ich weiß nicht. Ja, doch, bist cool. Bist ein cooles Pokémon irgendwie. Doch, das ist schon verdient. So, ich hätte gern das Schneebedeck mit der großen Hose, glaube ich. Und du kommst auch in Like rein. Du könntest auch in Neutral rein, aber ich gebe dir das Like. Wahrscheinlich, weil deine Weiterentwicklung mich einfach fucking fasziniert. Und eventuell, ich musste kurz überlegen, aber Rexblizzard finde ich so cool, dass es fast. Das fast Favorite ist, aber nee. Ist noch ein Love. Ungefähr so auf einer Schiene mit Metagross, schätze ich. Sehr cool. Ist halt leider mit der Vierfachschwäche gegen Feuer, ne? Eis und Pflanze ist halt scheiße. Und die Mega-Entwicklung musst du aber nochmal. Muss die? Aber Favorite kann ich auch nicht machen bei dir. Aber es ist auch nochmal richtig cool, aber kann ich nicht machen. Tut mir leid, sind mir die Hände gebunden. Ganz so weit schaffst du es dann doch nicht. Aber Rexblizzard. Finde ich cool. Finde ich richtig cooles Pokémon. Snibunna, das ist so eine Sache. Fand ich früher, glaube cooler als mittlerweile. Aber du sneakst dich auf jeden Fall noch in ein Like rein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber Love nun nicht. Aber ist schon ein sehr cooles Pokémon. Habe ich Sneebel schon bewertet? Wann kam Sneebel? Das gab es früher. Das ist wahrscheinlich. Das ist doch nicht bei neutral, oder? Das muss doch auch bei Like sein irgendwie. Nee? Nein? Ich sehe es gerade nicht. Keine Ahnung. Da. Cool. Ja, Like. Alles klar. Das passt. Das passt. Generell, ich glaube, ein bisschen mehr hätten sie für die Entwicklung tun sollen. Irgendwie noch, weiß nicht, so Zacken auf dem Kamm oder sowas, was da hat. Kein Plan. Magnezone. Weirdes Pokémon. Aber irgendwie liebe ich's. Ich weiß nicht, warum. Ich habe gesagt, ich liebe es. Aber will ich es hier wirklich reintun? Ja, ich fühle mich. Es ist so quirky. Es ist einfach ein fucking UFO mit Magneten. Ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie cool. So, Schlupp. Schlupp. Nicht Schlurp, sondern Schlupp. Welch? Ist das dein Name? Ich bin mir nicht sicher. Ist ein Dislike. Bin ich ganz ehrlich. Deine Vorentwicklung ist viel cooler als du. Du bist einfach eine Enttäuschung. Sie sieht scheiße aus. Tut mir leid. So ist es halt einfach. Rihornior. Ist das korrekt? Ist das korrekt? Bin mir nicht sicher. Meins hatte einen ganz lustigen Spitznamen damals. Das hieß einfach Okol. O-K-O-L. Ich finde, das ist sehr passend. Und ich habe das Gefühl, ich müsste dich in Love reintun. Wobei ich dich gar nicht mehr so cool finde wie früher. Nee. Irgendwie das Loch in der Hand. Irgendwas, ich glaube, oder der Kopf. Oder die Platten, die orange waren. Irgendwas stört mich ganz gewaltig an dir. Aber du schrappst so ganz nah an einem Pokémon vorbei, was einfach richtig cool sein kann. Aber ich kann es einfach nicht übers Herz bringen, dir nur ein Like zu geben. Weiß nicht, aber du. Ich bin wütend mit dir. Irgendwie hast du mich enttäuscht. Hast mich einfach schwer enttäuscht. Okay, machen wir weiter. Tangolos. Sehr cooles Pokémon. Ich weiß gar nicht, welcher Typ du bist. Pflanze, ist das richtig? Ich kann dich nicht in Love reintun, auch wenn ich es gerne machen würde aus irgendeinem Grund.
Ich weiß, das Design ist nicht besonders. Aber irgendwie so ein kolossales, wabbeliges. Na, wabbelig vielleicht. Na, also ich meine, seine Hand sieht ziemlich wabbelig aus. Aber, haariges Pokémon, soll man es so sagen? Das ist irgendwie faszinierend. Finde ich gut. Das kriegt ein Like. Electek oder Elevoltek. Ich bin mir nicht sicher, was dein Name ist. Ist ein Love. Doch. Du hast Electek nochmal auf eine andere Stufe gebracht. Bist ein sehr cooles Pokémon. Bist ein sehr, sehr cooles Pokémon. Ich bin fasziniert von deinem Nacken. Das meine ich ernsthaft. Magbrand. Keine Ugly. Vielleicht, du hättest dich auch fast in Neutral reingewiefelt, aber wie du hier deinen Feuerwerfer-Händchen hältst, das ist einfach. Und generell irgendwie große, komplizierte Pokémon haben halt irgendwas, weiß nicht. Kriegst doch das Like. Auf jeden Fall. Und ich meine, wahrscheinlich nicht mal ein schlechtes Like. Aber Like. Togekiss. Habe ich ehrlich gesagt keine Meinung zu, würde ich sagen. Nee, wird viel verwendet. Und mehr kann ich zu dir nicht sagen, weiß nicht. Bist ein fliegendes Ei. Ist nicht so cool wie Togepi. Keine Ahnung. Jan Mega. Irgendwas stört mich auch noch an dir. Weil du hast irgendwie mit deinem Libellen-Ding hast du das Potenzial, noch geiler zu sein. Vielleicht siehst du mir zu unfreundlich aus oder sowas. Und die Farbgebung ist falsch, irgendwas. Oder bist du mir einfach zu gruselig. Mal lauf nicht. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie könntest du da irgendwie irgendwann reinkommen. Streng dich an. Irgendwann schaffst du es vielleicht. So, Polypurba, ist das richtig? Kriegt denk ein Like. Ja, nicht so sehr wie Jan Mega, aber. Da kriegst du ein Like? Ist so ungefähr. Ich habe das Gefühl, Like habe ich in letzter Zeit mehr Pokémon reingetan, die wirklich. Wirklich cool sind. Bei. Ja, Like, ja, wir hatten es schon mal gesagt. Like ist halt ein sehr großes Spektrum, das muss man einfach sagen. Glaceola ist sehr cooles Pokémon, finde ich besser als Fulipura, ehrlich gesagt. Aber in Love kommt es auf keinen Fall rein. Ja, Like ist halt das Größte, weil mag ich kann ja sein so, ja, mag ich, bis zu, ja, mag ich, aber liebe ich nicht, halt so. Wisst ihr, was ich meine? So, dich mag ich nicht. Wie heißt es? Skorg, richtig, genau so. Mamutl fand ich früher cooler als mittlerweile, aber es hat auf jeden Fall noch ein Like verdient, das ist es. Früher wäre es wahrscheinlich sogar in Love reingekommen. Heutzutage, nee, gönn ich nicht. Porygon Z, kriegst ein Like. Komischer Abfuck, was ist los mit dir? Wobei ich das Original-Porygon am meisten mag. Galagladi hätte damals von mir auf jeden Fall auch was richtig krasses. Ui, krasse Bewertung bekommen. Ist die immer noch? Nee, aber ein dickes, fettes Like wieder. Irgendwie ist das traurig, dich hier unten zu sehen. Irgendwie möchte ich dich eigentlich auch schon in Love reinpacken. Aber mit den Kollegen kannst du einfach nicht festhalten, mithalten. Eine Entwicklung, eine Mega-Entwicklung, aber vielleicht schon. Lass mich mal überlegen. Weißt du was? Mach ich so. Ja, das ist richtig so. Das ist richtig so. Voluminas. Ist dein Name? Ja, ist richtig. Kriegst ein Like. Fucking weirdes Ding. Ist aber so weird, dass ich dich faszinierend finde. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, was bei dir abging. Keine Ahnung. Zwirfinst? Zwirklob? Zwirfinster? Bin mir nicht sicher. Ist das dein Name? Irgendwie. Also du bist ein sehr cooles Pokémon an sich. Dieses ganze Theme, dass sich der Bauch öffnen kann und da einfach fucking deine grünsten Albträume oder sowas drin sind. Saugeil. Und deine Rolle bei, was war es? Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Zeit. Sau cool. Ich weiß nicht. Ich glaube, das hat auch nochmal ordentlich Pluspunkte gegeben. Sehr, sehr cooles Pokémon. Auch wenn du natürlich, je nachdem, etwas schwächer bist als deine Vorentwicklung tatsächlich, was dich komisch macht. So, Frostetje? Ich werde mir immer unsicher über die Namen. Auch irgendwie cool. Sehr finsteres Pokémon. Und ich weiß nicht, früher hätte ich dich, glaube ich, in Neutral reingepackt, aber mittlerweile kriegst du irgendwie ein Like. Das ist interessant. Interessant. Rotom. Will ich die Formen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Rotom fand ich damals auch sehr faszinierend. Man dachte, es wäre ein legendäres Pokémon noch bei Diamant. Deswegen kriegt es ein Like und weil ich es auch an sich sehr gerne mag. Aber eigentlich, ich meine, das Design ist nicht allzu wild, ne? Das muss ich auch mal sagen. So, und ich glaube, ehrlich gesagt. Ja, komm, bewerten wir die. Und ich hätte gesagt, es ist halt schon fucking dumm irgendwie. Das ist halt einfach Haushalt. Ich weiß nicht, ist es kreativ oder dumm, dass es fucking Haushaltsgeräte sind. So, es ist faszinierend.
und die verschiedenen Formen und so. Irgendwie cool. Irgendwie cool. Guckt euch mal nur sie an und denkt euch so, oh wow, was ist. Boah, da kann ich nicht mal meine Gefühle so ausdrücken. Ich weiß nur, dass ich den Rasenmäher mehr mag als die anderen, deswegen kriegst du ein Like. Weiß ich nicht. Ja. Fucking. Ey, ich bin total überfordert. Keine Ahnung, was ich von euch will. So, Selfe. Du hast natürlich einen krassen Status, weil du halt ein mysteriöses Pokémon bist, ne? Vom Design her mag ich dich gar nicht. Also, da mag ich Vesprit von mehr. Die Frage, ob du dich in ein Like reindingsen kannst. Ja, gebe ich dir. Tut mir leid. Nur Selfe mag ich irgendwie nicht so. Vesprit und Toput sind schon cooler. Tut mir leid. Wobei ich, Alter, fucking Selfe habe ich damals mit meinem allerletzten Ball gefangen. Ich war ein kleines Kind und ich hab nicht so Pokebälle aufgestockt, so wirklich. Also nicht so krass, dachte mir nicht. Und hab vorhin nicht abgespeichert vor allem. Keine Sorge, das gehört da nicht hin. Und hab's da mit einem Timerball, mit meinem letzten Ball, was ein Timerball gefangen. Und ich dachte, der Timerball funktioniert so, dass es halt wirklich Zeit ist. Und ich hab's so gemacht, ich hab mein DS oben in meinem Zimmer liegen lassen und dann Fernsehen geguckt und so den ganzen Tag verstreichen lassen und dann den letzten Ball eingesetzt. Hab's dann tatsächlich noch gefangen. Ich kann heute irgendwie nicht so gut reden. Egal. Dialga war der Grund, warum ich mir das Spiel gekauft habe. Pokémon. Du hast mich in Pokémon reingeführt und ich finde, Zeit ist ein cooles Konzept. Dein Design ist fucking geil. Du bist da, wo du hingehörst. Und mit den Formen kann ich irgendwie nichts anfangen. Ich weiß nicht, ihr seht weird aus. Ich pack dich mal ein Like rein. Ich habe das Gefühl, ich müsste ein richtiges Bild von dir sehen. Aber ich hatte auch das Gefühl, Dialga, da hätte man nichts verändern müssen. Also von daher. Palkia finde ich nicht ganz so cool. Aber kriegt immer noch das Love. Ich weiß auch nicht. Alles andere wäre Blasphemie. Und der fucking Kampf im Anime-Film zwischen Dialga und Palkia. Alter, hat das geschallert. Das war so ein geiles Ding, ey. Guckt ihn euch an. Guter Film. Heatran habe ich damals nicht gefangen. Das habe ich wirklich verkackt. Deswegen bist du irgendwie für mich faszinierender, als du sein solltest. Ach, es kriegst du ein Love? Irgendwie nicht. Nee, du bist Like. Du bist ein Like. Tut mir leid. Von den legendären Pokémon irgendwie komisch. Regigigas. Du hast ein sehr besonderes Design. Und weißt du was? Allein dafür kriegst du das Love. Ich wünschte, man könnte mit dir gescheit kämpfen. Aber irgendwie, es heißt, oh, so ein kolossales Pokémon und das Ganze auf dem DS und mit den. Oh, oh, ist schon sehr cool. Schon sehr cool. Man musste doch vorher diese Rätsel machen und sowas. Sehr, sehr geil. Giratina. Oder was? Giratina? Was? Giratina oder Giratina? Giratina, ne? Auch Favorite, auf jeden Fall. Sehr geiles Pokémon. Fucking Unterwelt. Ding. Ich meine, was heißt Unterwelt? Das war. Was die. Wie hieß das? Irgendwas mit. Schemenwelt? Schemenwelt. Sehr geil. Andere Form. Sehr cool. Kann man einfach nichts anderes zu sagen. Einfach Pokémon-Design at its best. Cresselia. Nee, ich kann dich nicht in Lauf reinpacken. Tut mir leid. Bist cool. Bin froh, dass es dich gibt. Generell Monddesign. Ist schon sehr cool, aber über Like nicht. So, fucking Pione. Pione. Man hat dich komplett vergessen. Deswegen bist du für mich auch nur neutral. Manaphy, du kriegst ein Like auf jeden Fall. Ich denke, darüber hinaus wird's nichts. Weiß nicht. Irgendwie keine Verbindung zu dir. Was ist überhaupt dein Sinn? Gibt's einen Film zu dir? Ganz bestimmt. Habe ich nicht gesehen. Oder doch. Kann mich nicht erinnern. Ist mir egal. Darkrai. Kriegt das auch ein Favorite? Ich glaube ja. Ich glaube ehrlich gesagt ja. Doch, ist ein arschgeiles Pokémon. Wirklich. Sehr, sehr cooles Design. Shaimin, kriegst ein Like. Bin damals für dich nach Frankfurt gefahren, um dich abzuholen beim Pikachu-Bus. Gute Erinnerung. Deine Weiterentwicklung. Habe ich keinen Bezug zu, außer vielleicht den Film. Aber alles unter Like wäre auch ein bisschen gemein. Deswegen, hey, bis da. Freu dich drüber. Und ich werde, es tut mir leid, aber ganz im Ernst, da bin ich mir einfach zu schade für die ganzen Arceus hier zu bewerten. Upsala, nee, du bleibst da. Zu bewerten, wo da eine Farbe anders ist. Ich meine, ich denke, es sehen bestimmte Sachen cooler aus als andere. Aber ganz im Ernst, nee, da bin ich drüber. Bin ich drüber hinweg. So, und irgendwie. Ja, ich pack dich in Love rein. Bist auch. Das ist irgendwie. Ich weiß, vom Design her an sich vielleicht nicht so krass. Aber ich glaube, allein weil ich damit aufgewachsen bin und so erstes legendäres Pokémon und so Gott und faszinierend. Unglaublich faszinierendes Pokémon irgendwie. Ja, einfach krass. Einfach krasses Pokémon. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr wisst es. Denn wir sind durch. Oh mein Gott, gucken wir uns nochmal kurz an, wie es ausschaut. Wir haben. Eine gute Menge in Favorites rein, ehrlich gesagt. Wir haben
gar nicht mal so viel in Love, oder? Ich meine, ja, ungefähr so viel, wie wir immer haben. Es gibt immer ein paar Pokémon irgendwie, die in Love reinkommen. Die hatten wir aus der dritten Generation. Nein, in der dritten hatten wir aber auch einen ordentlichen Batzen. Ordentlichen Batzen. Ah, okay. In Like haben wir wahrscheinlich wieder sehr viele reingepasst. Wir fangen, wir haben hier angefangen mit Panflam. Ja, das sind einige, die da in Like reingekommen sind. Und dafür glaube ich sogar, ey, unfassbar wenig in Neutral, oder? Oder? Ich meine so, ja, okay, vielleicht nicht unfassbar wenig. Dislike. Oh, Dislike haben wir relativ wenig. 2, 4, 5 Pokémon. Das war auf jeden Fall schon mal mehr. Keins in Hate, das ist super. Und Worst, tut mir leid, dich hat einfach noch keiner geschlagen, fucking Rossana. Es ist faszinierend, wie, also wirklich, lösch dich. Lösch dich, ich möchte dich nicht haben. Ich möchte dich, du bist einfach nur, nee, Müll. Müll, einfach Müll. Ich, ganz im Ernst, schreibt mal ganz kurz in die Kommentare, was ihr von Rossana haltet. Das kann doch nichts Positives sein. Okay, ich bin, Alter, Voice Crack. Ich bin bisschen heiser geworden während der Aufnahme. Irgendwie meine Stimme war nicht ganz dabei. Ich hoffe, ihr verzeiht das. Und nächstes Mal machen wir mit Generation 5 weiter. Heilige Scheiße, da habe ich ein paar starke Meinungen zu. Das kann ich euch aber flüstern, kann ich das euch. Werde ich nicht machen, weil ich ein kleiner Schreihals bin. Aber da freue ich mich auf jeden Fall. Alter, das wird fast, oh, das wird faszinierend. Das wird faszinierend. What's up? Muss man gerade gucken. 6. Generation. Wow. Aber es sind auch gar nicht mehr so viele. Wie viele Generationen gibt's? 9? Ich habe nicht aufgepasst. Naja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, einen Kommentar oder ein Abonnement vielleicht da. Ich würde mich über alles riesig freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao.